Sie kennt die Wiener Szene mit ihren Höhen und Tiefen, durchlebte die legendären Zeiten des Kultclubs U4, in denen Drogen und Alkohol zum täglichen Brot gehörten. Heute ist Ela Angerer erfolgreiche Fotografin, Autorin der wöchentlichen Kolumne Stilfragen und Schriftstellerin. In ihrem Buch kehrt sie in eine Vergangenheit zurück, in der man noch zu Falco tanzte und nachts im Fernsehen das Testbild zu sehen war. In dieser Zeit lebt auch Valerie, die Protagonistin des neuen Romans, und die Nacht prahlt mit Kometen. Das Verhältnis zu den Eltern ist kompliziert und dann trifft sie auf den Serben Bojan, der das komplette Gegenteil von dem ist, was die Eltern sich erwarten. Sie verfällt dem Mann, der schon nach kurzer Zeit beginnt zuzuschlagen, wenn ihm Worte fehlen. Plötzlich gelten andere Gesetze und Valerie beginnt nach diesen Regeln zu spielen. Nach ihrem Debüt der zweite Roman von Ela Angerer, der einen in seinen Sog zieht. Herzlich willkommen. Schwarze Schweine und Schwerter. Kennt ihr ein bisschen Strafe?